4 setzt sich durch und der Anschluss aus heiterem Himmel fällt das 1:3. Verteidiger Heiko Wilken lässt sich da vom jungen Russen vernaschen. Darf natürlich nicht passieren. Körperlich wesentlich robuster als Dimitriev. Alexei Dimitriev und hier auch direkt Jan Dimitriev, sein Vater Andrei, auch ein Ex-Essener Tim Grundl. Es hatte sich schon angekündigt, die Auseinandersetzung zwischen Odenthal und Dimitriev, nachdem Odenthal seinen Sohnemann ein wenig angepackt hatte, wollte sich der Vater einmischen, hier Andrei Dimitriev. Die haben ja im ersten Spiel gegen die Moskitos nicht sehr gut ausgesehen. Hier haben wir gleich auch den Sohnemann von ihm, Alexei Dimitriev. Herne raffte sich noch einmal auf, versuchte vor heimischem Publikum noch mal etwas am Ergebnis zu ändern. Und da wird Thomas Wilczek nicht angegriffen. 2:5 Anschlusstreffer konnten hier Darius Cervik und seine Herne Blizzards, die hatten da ein wenig mehr Probleme. Sie spielten gegen Herford und mussten über 4 Spiele. Und das auch etwas, was gar nicht so gut bei allen angekommen ist. In Herne durfte gequant werden, was das Zeug hielt. Kein Rauchverbot in der Halle. Das machte sich bei vielen sehr, sehr negativ bemerkbar. Ein Abspielfehler und Alexei Dimitriev. Cervik den einen oder anderen dummen Spruch noch anhören. Die niveaulosen Herner-Fans feierten ihre Mannschaft. Die, so muss man allerdings sagen, wirklich alles gegeben hat in diesem Spiel und alles in allem betrachtet auch nicht mal unverdient den Ausgleich der Serie geschafft hat. Und dann war es vorbei. Dimitriev applaudiert seinen Jungs. Die hatten das verlorene Spiel noch ins Penalty-Schießen gebracht. 2:2. Und Dimitriev hier setzt sich durch und der Anschluss aus heiterem Himmel fällt das 1:3. Verteidiger Heiko Wilken lässt sich da vom jungen Russen vernaschen. Darf natürlich nicht passieren. Körperlich wesentlich robuster als Dimitriev. Muss er auf den Körper gehen, versucht mit dem Schläger dran zu kommen und Dimitriev verlädt dann auch noch Lars Wünsche. Die Auseinandersetzung brachte dann für jedes Team 2 Mann auf die Strafbank und die Herner mit der ersten großen Möglichkeit im zweiten Drittel durch Alexei Dimitriev, der einzige Herner an diesem Tag, der wirklich eine starke Leistung bot und hier die riesen Möglichkeit an den Pfosten, der Schuss. Und dann Fonso. Jetzt gleich kommt auch noch Priebel dazu und der legt einmal den guten Dirk Lehnerts um mit seinem Stock. War mit Sicherheit auch nicht von Frank Priebel beabsichtigt. Wir Moskitos, sind treu für alle Zeit. Mit Eskito. We'll be right back.
Hallo liebe Zuschauer, Eishockey ist wieder angesagt bei Power. Da war ja auch nicht irgendein Dritt- oder Viertligist der Gegner. Auch Phil Huber hier. Kleine Diskussion mit Thomas Fischer. Aber die Überzahl direkt zu Beginn brachte nichts ein für Oberhausen. Aber die Moskitos, die gingen 1:0 in Führung. Alexei Dimitriev zum 1:0. Unter Tischewski hindurch. Moskitos hatten das Spiel in der Hand. Und wieder Dimitriev macht ein tolles Spiel. Ja. Machten das 5:1 und belegten somit zum Abschluss den dritten Platz des Turniers. Hatten eine tolle Leistung gebracht, also für Dominik Lonscher. Ja, es gibt halt eben in den anderen Hallen nicht den Service. Aber Skinny, der findet den Weg nach München. Zwei Punkte gehen mit nach Essen zurück. Und der Dank der Mannschaft richtete sich natürlich an die Fans. Und das Stuttgarter Team war hochmotiviert gegen die Moskitos. Vom jungen Russen vernaschen. Darf natürlich nicht passieren. Körperlich wesentlich robuster als Dimitriev.